Diese Woche stehen die schwersten Trainingstage meiner Powerlifting-Karriere an. Wie man sich auf so schwere Trainingseinheiten vorbereitet, das zeige ich euch. Kommt mit, let's go! Und zwar geht's gleich los mit dem ersten Trainingstag. Heute stehen nämlich 205 Kilo im Kniebeugen an und 132,5 Kilo im Bankdrücken als Top-Single. Ein Top-Single ist der schwerste Satz und wie es der Name schon sagt, ist es mit einer Wiederholung. Das Ziel wäre, das Gewicht dann dreimal bewegen zu können, aber zwei im Tank zu lassen, also als Reserve. Daraus lässt sich dann ein maximaler Top-Single errechnen, auch genannt Estimated One Rep Max. Und wenn alles gut geht, dann wäre das 225,5 Kilo im Kniebeugen und sage und schreibe 145 Kilogramm im Bankdrücken. Und zwar, um das hinzukriegen, muss ich mich ein bisschen vorbereiten mit dem Mittagessen und da gehen wir jetzt gleich hin. Let's go! Sieht das aus, wenn ich Kalorien brauche, Kohlenhydrate brauche. Warum Kohlenhydrate? Das besprechen wir, nachdem ich gegessen habe. Also bis nach dem Essen. Let's go. So, es ist jetzt schon ein paar Stunden her seit dem Mittagessen und ich habe euch ja versprochen, dass ich noch erkläre, warum ich jetzt was gegessen habe. Und zwar habe ich so eine Rice Bowl gehabt, die hat etwa so 120, 130 Gramm Reis drin und Reis bringt Kohlenhydrate mit sich und genau um das geht es jetzt gerade. Also wenn ihr einen schweren Tag habt, dann haut ordentlich Kohlenhydrate rein, weil Kohlenhydrate bringen dir erstens kurzfristig die Energie, die du brauchst und zweitens ist die Theorie so, dass du deine Glykogenspeicher mit Kohlenhydraten und mit dem Wasser, was dazu kommt, auffüllst. Und je größere Glykogenspeicher die im Muskel sind, du hast, desto größere Muskeln hast du, desto größer ist der Querschnitt und desto mehr kannst du Kraft umsetzen. Ein größerer Muskel bringt immer mehr Kraftpotenzial mit sich. So, deshalb gab es die fette Rice Bowl und ich habe schon alles verdaut und ich habe eigentlich schon wieder Hunger. Ich mache mir nachher einen Pre-Workout-Check, arbeite noch fertig und dann sehen wir uns im Gym. Let's go! Yo, who the heck? Scam likely. Hey, please do not text to me. I'm trying to get it. Working to become the best of me. I'm doing my job. That includes whipping and keeping the recipes. I cannot stop. I gotta get it till legends are next to me. Till legends are next to me. Hey, please do not text to me. I'm trying to get it. Working to become the best of me. I'm doing my job. That includes whipping and keeping the recipes. I cannot stop. I gotta get it till legends are next to me. The legends are next to me. Okay, 2X beat a shirt, but I been here in the gym. It's OT the drive and I'm trying to go wild with the crew. We in style and we bout to go win. I bet on myself, give me a year and I promise that I'll have a story to tell. By people who hate it and now they say hello from the other side like their name was Adele. I cannot stop, that's from the box day to the east side to the coast. I'm catching every fade, talking every day till they mention Jay with the GOAT. I take the grave shift on the pavement when I say this, listen close. I gotta get it when using these minutes and that's on the rain, hail, sleet and snow. Talking in it, I ain't hearing you. Just such your words moving, turning physical. Your rhetoric is cheap and very typical. Was hoping that the capping was a minimal. Jalen start to rap, he turning spiritual. The gift internally, go put some fear in you. We never worry, see, cause what the spirit do. I'm seeing hard work and you see a miracle. Please do not text to me. I'm trying to get it. Working to become the best of me. I'm doing my job. That includes whipping and keeping the recipes. I cannot stop. I
friends are next to me. Full House hier im Gym. Bei uns am Montag ist immer Vereinstraining. Deshalb sind alle Powerlifter hier. Ja, wie ihr es gesehen habt, ich bin gut drauf. Schwitze ein bisschen zu viel. Wegen dem Booster wahrscheinlich. Kinder, nicht zu viel Booster brauchen. Auf jeden Fall habe ich jetzt 195 auf der Stange. Der letzte Warm-up. Und dann geht's zu den 205 Kilo. Und dann werden wir sehen, ob die Kohlenhydrate was gebracht haben. Ich muss mich jetzt mental vorbereiten und dann geht's los. Habt ihr den gesehen? Habt ihr den gesehen? Der war richtig smooth! Yes, Sir! Genau so sollte es sein. At 8, wie geplant. Jetzt machen wir ein bisschen Back-Off. Ich überlasse das mal weg, weil nah gibt es auf der Bank die 132 Kilo. Ich hoffe, das Koffein hält noch bis dann. Also, ich mache die Back-Offs. Wir sehen uns. So, 2 Stunden im Training. So, das ist jetzt der letzte Warm-up mit 127,5 Kilo. Schaut es euch an, dann gibt es 5 Minuten Pause und dann hauen wir die 132 weg. Für ein Single at 8, ihr wisst Bescheid. Ich bin schon seit 2 Stunden hier im Gym, aber wir geben nicht auf. Wir haben Ziele. So, der 132,5 ist im Kasten, war leider nicht at RP 8, aber ich würde sagen so RP 9 war es sicherlich. Und jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren und ich werde jetzt einfach mal die 140 wieder angehen.
Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Ich nehme es nicht so persönlich, wenn es nicht geht. Aber ich werde mein Bestes geben, um die 140 hoch zu krüppeln heute. Dann gibt es mal endlich wieder ein PR. Let's go. Nach 4 Stunden Gym endlich fertig. Natürlich habe ich nicht 4 Stunden durchtrainiert, aber so schwere Singles brauchen halt ein bisschen Vorlaufzeit, Aufwärmzeit bis zu den schweren Singles. 205 Kilo im Kniebeugen, richtig schön, ist 15 Kilo unter meinem Bestwert, aber einfach so ohne Peaking, richtig geil. Und die 132 Kilo auf der Bank, die waren jetzt auch recht gut, keine 8. sondern ein RPE 9, aber waren doch gut, so gut, dass ich mir gedacht habe, ich mache jetzt all in und gehe einfach noch auf ein PR, auf den Jagd nach persönlichen Rekorden. In der Offseason ist das ab und zu mal erlaubt. Hab dann statt 137,5, was ja auch schon ein Rekord wäre, 2,5 Kilo mehr als sonst, mich für 140 Kilo entschieden. Ich wusste, dass es ein großer Sprung ist und ein sinnloser Sprung. An einem Wettkampf macht man das nicht so, sondern man nimmt dann wahrscheinlich entweder 5 oder 2,5 Kilo und nicht 7,5 Kilo. Aber ist egal, ich wollte die 140. Ich habe sie leider nicht geschafft, aber das werden wir an der Schweizer Meisterschaft dann schaffen. Falls du neu auf dem Kanal bist, ich mache Videos über Powerlifting und werde auch meine Wettkampfvorbereitung für die Schweizer Meisterschaft im Powerlifting dann hier dokumentieren. Jetzt hole ich mir einen Kebab, wie ihr es vorher gesehen habt, und verschlinge den und gehe nach Hause pennen. Also, wir sehen uns. Like das Video. Peace out.